Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie es unseren ganzen Vögeln geht? Ich habe das mal recherchiert und ey, die sterben gerade einfach komplett aus. Fast 60% sind schon weg. Ich pack das nicht. Deswegen starte ich jetzt einen neuen Trend. Hashtag Save the Birds. Und weißt du, wer da ganz vorne mit dabei ist? Du. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber mich macht es so hart fertig zu sehen, wie einfach alles abkackt. Und ich kann da nicht einfach stillsitzen und nichts machen. Ich bin einer von denen, die an das Gute in der Menschheit glauben und dass wir zusammen eine mega Power haben. Deswegen starte ich jetzt die Save the Birds Kampagne. Damit du weißt, was abgeht, vielleicht erstmal ein kurzer Faktencheck. In den letzten 40 Jahren haben wir in Europa fast 60% unserer Vögel verloren. Denkst jetzt vielleicht, ah okay Bruder, 40% sind ja noch da. Aber es geht hier nicht um Tausende oder Hunderttausende oder Millionen von Vögeln. Ihr müsst euch überlegen, das sind 600 Millionen Vögel weniger. Die sind einfach weg. Du kennst auch selbst Spatzen, oder? Die kleinen braunen Vögel, die überall rum jobern und hier was snacken und so. Selbst den Vogel, den ja jeder von uns kennt, dem geht's richtig dreckig. Da sind auch in den letzten 40 Jahren einfach mal 50% aller Spatzen verschwunden. Das sind auch hunderte Millionen Tiere, die fehlen. Und das hat halt auch einen übelst krassen Impact auf unser ganzes Ökosystem. Was zum Beispiel auch so ein Fakt ist, was man total easy ändern könnte, 18 Millionen Vögel sterben jedes Jahr, weil sie gegen irgendeine Glasscheibe fliegen. Da gibt's noch endlos andere Sachen, aber Fakt ist, die brauchen unsere Hilfe. Wenn wir nichts machen, dann sind die bald weg. Und es gibt mega einfache Lösungen, die jeder von uns machen kann. Vielleicht ganz kurz, was fehlt denn am meisten? Ein Zuhause und was zu essen. Das ist das, was wir alle brauchen. Aber die Vögel leben, ich schneide es nur ganz kurz an, da gibt's dann ganz viele Clips von mir. Die Vögel leben ja eigentlich in Baumhöhlen, also viele zumindest. Die gibt's nicht mehr. Und dann brauchen die ganz viel Körner und Insekten und so. Es gibt fast keine Insekten mehr, nirgendwo gibt's Körner. Die sind einfach am Arsch. Also, das geht raus an alle großen Creator. Lasst uns unsere Reichweiten nutzen, um die Vögel zu retten. Aber auch, wenn du nur 5 Follower hast, am Ende ist egal, jeder einzelne von uns, der was macht, zählt. Auf meinen Accounts findest du einen Haufen Tipps und Tricks zu dem Thema, ganz easy Sachen, die du bei dir auf dem Balkon oder im Garten machen kannst. Das muss ein Trend werden diesen Winter. Nehmt den Hashtag SaveTheBirds, markiert mich Beasties und zeigt mir und der Welt, was ihr macht, um die kleinen Kollegen zu supporten. Wäre doch mega schade, wenn wir die verlieren. 20 Arten sind bei uns schon ausgestorben. Viele von euch kennen mich ja wahrscheinlich als den Bienenmann, der Dude, der irgendwann Bienen in der Hand hat und die Bienen rettet und so. Aber Leute, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn es keine Blumen mehr gibt, gibt es keine Bienen und Insekten. Wenn es keine Insekten mehr gibt, gibt es keine Vögel mehr. Und so geht es weiter und dann sind wir irgendwann dran, oder wie? Nee. Wir brauchen den Planeten und ich würde ja auch gern noch eine Weile entspannt leben. Ich versuche schon mein ganzes Leben die Vögel zu supporten. Ich habe als kleiner Fratz schon irgendwie 50 Nistkästen gebaut, die bei mir auf dem Hof aufgehangen, einfach weil ich nicht wollte, dass die sterben. Und sehe jetzt jedes Jahr, wie ein Haufen Babyvögel groß werden und so. Und das ist einfach nur geil zu beobachten. Das ist einfach nur mega. Aber es gibt ja noch einen Haufen andere Vögel, die jetzt nicht bei mir im Garten wohnen, sondern wahrscheinlich bei dir. Also haut diesen Clip in eure Storys. Seht ihn als Motivation, als Aufforderung, was zu tun. Schreibt in die Kommentare, was ihr schon macht für die Vögel. Ob ihr Nistkasten aufhängt, ob ihr die füttert. Und teilt dieses Video an jeden, den ihr kennt, der diese Nummer mit supporten kann. Weil Leute, ganz ehrlich, es geht hier nicht um Geld oder Werbung oder irgendeinen Bullshit. Hier geht es einfach um eine ganze Spezies, die gerade voll am Aussterben ist und wir die total easy retten können. Stell dir vor, wir sind 80 Millionen Menschen in Deutschland. Lass mal nur 1 Million die Vögel ein bisschen füttern, denen Nistkasten aufhängen. Was das für einen Impact hat. Es werden im Moment jedes Jahr 1 Million Brutpaare Vögel weniger bei uns in Deutschland. Das sind 2 Millionen Vögel, die jedes Jahr verschwinden, weil sie einfach kein Zuhause mehr haben oder nichts mehr zu fressen finden. Was wir zusammen, auch dank dieser Social-Media-Welt, ich bin eigentlich kein Social-Media-Mensch, aber was wir dadurch jetzt erreichen könnten, das wäre wirklich mega und hätte einen Impact, der vielleicht einfach das Artensterben der Vögel aufhält. Die Vögel haben uns das Fliegen beigebracht. Wir brauchen die Natur, um hier weiter cool leben zu können auf dem Planeten. Lasst uns unsere Power nutzen und wir haben zusammen eine mega krasse Power. Deswegen, komm, wir halten dieses Vogelsterben einfach jetzt auf. Ich bin übelst hyped und werde alles dafür tun, dass es denen besser geht. Jetzt ist jeder Einzelne von uns gefragt. Ich bedanke mich jetzt schon mal an alle, denen unsere Vögel genauso am Herzen liegen wie mir.